Hallo meine Lieben, mein Name ist Emanuel und ich heiße euch herzlich willkommen zu Tabu Life, eurem brandneuen Community Magazin. Unsere Reise führt uns von den coolsten Künstlern über topaktuelle Projekte bis hin zu später relevanten Themen, die uns alle etwas angehen. Unser erster Gast ist Simon Marzinger, Veranstalter der Tabu-Clubbings. Hallo Simon. Hallo Emanuel. Den ersten Tabu-Clubbing war ein Riesenspaß. Worauf dürfen wir uns bei den nächsten Tabu-Clubbing uns freuen? Ja, das nächste Tabu-Clubbing, das steht ganz unter dem Motto Aliens mit Krampus. Du kennst unseren Alien Glam Squad ja bereits, sie sind super cool und du bist unser Krampus, also das wird ein Riesenspaß. Es wird am 7. Dezember stattfinden, wieder im Kameraclub. Jeder liebt die Kamera. Und so viel sei verraten, die ersten 100 Gäste, die bekommen von uns ein super cooles Geschenk. Genau. Das klingt toll. Was für Pläne habt ihr noch? Ja. Das Tabu-Clubbing ist nur das erste Projekt in unserem Unterfangen, die Queer Community einfach in sich selbst zu vereinen. Und deswegen wollen wir in diesem Videomagazin die ganzen bunten Gesichter der Community einfach porträtieren und der Welt zeigen, wie cool wir sind, ganz einfach, ja. Genau. Cool, vielen Dank. Ich danke. Jetzt geht es raus aus dem Studio und rein in den Salon Kitty Review, zum Transylvanien Express. Danach darf ich Julian Wiel, den Herausgeber von Vanguardist, bei uns begrüßen. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei unserem Sneak Peek im Salon Kitty Review. Nach Temeswara, Transylvania. Ich begrüße Sie! Mein Make-up hat sich über die Zeit her entwickelt und wurde immer komplexer, beziehungsweise ging wirklich in diese eine Richtung, in der ich jetzt im Endeffekt bin. Und daher ist es schwer zu sagen, warum ich jetzt diese eine Form auf mein Gesicht male, warum ich mein Gesicht so strukturiere. Aber generell inspiriert mich Anatomie sehr, teilweise auch Religionen, weil ich mich damit eben von klein auf beschäftigt hatte. Und ja, einfach der Aufbau von Dingen. Es war auf jeden Fall eine große Ehre, mit Björk zu arbeiten. Beziehungsweise, sie ist ein wundervoller Mensch. Sie ist großartig, wenn es um Kollaboration geht. Sie hat schon mit sehr vielen Künstlern zusammengearbeitet. Und quasi ein sehr starkes Bild mit jedem entworfen und dadurch war es eine sehr große Ehre, mit ihr zu arbeiten bzw. zusammen einen Charakter zu finden, der uns beide repräsentiert und es war auf jeden Fall eine große, großartige. Wirst du weiterhin mit ihr zusammenarbeiten? Wird es neue Produktionen geben oder war es das erste Mal? Es sind noch Sachen im Kommen. Ich weiß nicht, wie weit es gehen wird. Ich bin sehr offen, was alles angeht, aber... Ja. Ist das dein erster Wien-Besuch? Das ist mein zweiter Wien-Besuch. Ich war zum Live-Call dieses Jahr schon hier. Das war eine sehr schöne Erfahrung, aber auch eine sehr anstrengend. Eine sehr starke Erfahrung. Es war sehr viel
sehr viel los, sehr viel Stress in dem Sinne, dass ich quasi einen ganzen Tag lang vor Ort sein sollte oder vor Ort war und einfach sehr viele Eindrücke bekommen habe, weil es im Endeffekt auch ein sehr extravagantes Event ist. Und daher ist das jetzt das erste Mal, dass ich wirklich ein bisschen was von Wien sehen kann und ein bisschen Wien genießen kann. Das Wichtigste beim Singen ist, dass man authentisch ist. Es ist nicht wichtig, dass jeder Ton sitzt, sondern dass man aus dem Herzen, aus der Seele singt. Und ich glaube, wir haben das heute beide gemacht. Genau, es war... Hat sich alles richtig gut vermittelt, so was irgendwie das zu sagen darf. Ja, war ein gutes Team, glaube ich, ja. Dankeschön. Danke. Ja. Danke. Wir haben auch hart gearbeitet dafür. Also, sehr hart, ja. Wie lange dauern da die Proben für dieses Event? Ich meine, wir sind jetzt zum ersten Mal zusammen eigentlich. Ja. Und dann natürlich, man muss sich aufeinander einspielen, sicher. Aber das ging ziemlich schnell. Das eigentlich. Ging sehr schnell, ja, ja. Das war und sofort. Genau, und ich glaube, wenn man dann eingespielt ist, dann reicht auch ein oder zwei Proben. Für sowas, ich glaube, zweimal haben wir geprobt, ja. So dreimal. Dreimal, genau. Und ja, aber es war harte, aber gute Arbeit. Spontane Idee. Das Bild war auf einmal da, ich habe das Lied gehört und hatte die Vision dazu und habe mir gedacht, das probiere ich einfach. War es das erste Mal, dass du bei Kittys Salon aufgetreten bist? Das war mein erster Auftritt bei Salon Kitty. Ich hoffe, man hat es nicht gesehen. Überhaupt nicht. Und es folgen noch viele weitere Male? Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es wieder Auftritte gibt. Vielleicht passt das ein oder andere Thema und ich habe wieder eine Vision und ich lasse sie arbeiten. Also jedes unserer Events sind eigentlich total super, weil einfach das Publikum großartig ist und die Katrin Kaczowski ist einfach eine Göttin. Danke fürs Dabeisein auf jeden Fall und vielen Dank auch an das Publikum, die uns wirklich immer jedes Monat unterstützen. Was soll ich dazu noch sagen? Es war was großartig. Was wird das nächste Event sein? Das nächste Event ist unter dem Namen Fairy Tale. Da haben wir eine Künstlerin aus dem Brexit-Land. London. Ja, es wird sehr international werden wieder. Am 16. Dezember diesen Jahres. Wir sind zurück und neben mir sitzt schon Julian Wiel, Herausgeber von Vanguardist.
Hallo Julian, wir freuen uns, dass du da bist. Und ja, für die, die es nicht kennen, was bedeutet eigentlich Vanguardist? Also Vanguardist ist ein Online-Magazin. Wir haben es vor 8 Jahren gegründet. Wir haben gestartet als Online-Magazin, Online-Blog und haben dann erst später angefangen, Print zu gehen. Das heißt, wir sind jetzt auch ein Printmagazin und alles läuft unter dem Namen Vanguardist. Das kommt von der Avantgarde. Die Avantgarde ist eigentlich ein militärischer Begriff. Das sind die Pioniere. Das sind also nicht die, die kämpfen, sondern die, die Brücken bauen. Das sind die, die neue Wege gehen. Und erst nach ihnen kommt dann die große Truppe. Also so verstehen wir uns auch als Magazin. Wir wollen neue Wege gehen im Mannsein. Was bedeutet es, ein Mann zu sein in der Zukunft? Und gehen da zum Beispiel experimentelle Wege und reden mit Menschen, die hier vielleicht nicht klassischen Stereotypen folgen. Und das ist eben das Spannende an diesem Inhalt, den wir präsentieren. Mhm. Und was kannst du uns über die Progressive Magazine sagen? Genau, also wir sind kein klassisches Gay Magazine, sondern wir nennen es Progressive Men's Magazine. Denn wir wollen die Gay Community nicht in eine Schublade stecken, sondern wir wollten sagen, okay, wir sind einfach alles Männer. Wir wollen einfach frei leben, wir brauchen kein Stereotyp, dem wir folgen. Und deswegen haben wir diesen Claim Progressive Men's Magazine kreiert. Das bedeutet, wir sagen immer, we close the gap between straight and gay. Wir haben eine sehr ausgewogene Leserschaft. Wir haben auch sehr viele Frauen dabei und auch Heteros. Und wir finden, es ist wichtig, die Themen aus der Gay-Community auch in die straight world zu bringen, damit wir auch hier Verständnis schaffen für unsere Themen. Cool. Und was kannst du uns über die Events sagen, die ihr veranstaltet? Genau, vor einem Jahr haben wir begonnen, also nicht nur ein Magazin zu sein, sondern auch Veranstaltungen zu machen und haben begonnen mit einer ganz lustigen Reihe, die heißt Männer im Garten. Die hat im Volksgarten Pavillon stattgefunden und ist jetzt schon dieses Jahr in der 2. Saison gut gelaufen. Im Winter ist es dann zu kalt im Garten, da gehen wir in das Volkstheater, in die Rote Bar und da gibt es dann Männer im Rotlicht. Das heißt, wir passen unseren Namen immer den Locations an. Wir waren auch schon in der Pratersau und da heißt es dann Männer im Bunker. Cool. Also man sieht auf diesen Events auch, dass wir ein sehr gemischtes Publikum haben. Ja, es ist natürlich 60% Gay Community, aber wir haben auch viele Frauen dabei. Und witzigerweise auch immer die Heteros sind sehr begeistert, wenn sie auf die Partys kommen, um diesen Lifestyle zu spüren. Ja. Und das ist auch unsere Aufgabe, wie wir uns verstehen, als Botschafter zu sein, in der Straight World hier Gehör zu verschaffen und Berührungsängste abzubauen. Ich wollte dich eigentlich immer fragen, wie ihr das Bild des Mannes sieht. Ja, also wir sehen den Mann nicht eingängig in eine Schublade, nicht klassisch straight und nicht klassisch gay. Und wir finden auch nicht, man soll sich reduzieren auf Sexualität, sondern eher auf Individualität. Also unser Wunsch ist es eigentlich, an einer Gesellschaft zu bauen, wo jeder individuell sein kann, aber trotzdem sich Teil einer Gemeinschaft fühlt. Das heißt, man muss nicht gleich sein wie der andere, um in einer Gemeinschaft zu existieren, sondern ich kann ganz anders sein und du kannst ganz anders sein und wir sind deswegen eine Gemeinschaft, weil wir anders sind. Und das ist unser Bild vom Mann, aber auch natürlich von den Frauen, sondern von einer Gesellschaft, wie sie funktionieren kann und sollte. Denn erst wenn sie unterschiedlich, wenn wir alle unsere individuelle Seite leben können, erst dann sind wir eine komplette Gesellschaft. Dann decken wir auch Schwächen ab innerhalb einer Gesellschaft. Der eine ist stark schnell im Rennen, der andere ist stärker im Denken, der eine ist kreativ, der kann gut mit Illustrationen umgehen und der andere will aber eine Maschine bauen. Ne? Ich glaube, wir könnten nicht existieren auch als Menschheit, wenn wir nur alle Maschinenbauer sind, ja? Obwohl Technik vielleicht heutzutage eine der wichtigsten Komponenten ist. Ja? Und so verstehen wir eben auch den modernen Mann und da ist auch die sexuelle Komponente sicher eine wichtige, ja? Weil sie ist neben Schlafen und Essen einfach in unserer DNA, ja? Und da wollen wir auch keine falsche Moral, an der wir uns orientieren müssen, haben. Ja? Und das muss aufgebrochen werden. Wir wollen einfach, dass die Männer nach ihrer Lust und Laune leben können und da gehört auch sexuelle Orientierung dazu. Ja? Wie wichtig ist für euch das Fotografie? Und denn ich weiß, ihr macht auch sehr viele Shootings und solche Sachen in die Richtung. Ja, also wir kommunizieren sehr stark über das Bild. Wir glauben, also das Bild hat eine starke Kraft und darum setzen wir sehr auf den Fokus visuelle Kommunikation. Wir haben ein eigenes Inhouse-Fotodepartment, das heißt, wir machen alle Fotostrecken selbst. Damit haben wir auch die Kontrolle, wie wir den Mann zeigen wollen.
Ja, das ist dann anders, als wenn ich einfach nur PR-Bilder kaufe von einer Agentur. Dann bin ich ja schon vorgefertigten Männerbildern ausgeliefert. Und wir sagen, nein, wir wollen da wirklich die Kontrolle haben und das selbst designen. Ja? Und hier immer wieder neue Aspekte setzen, neue Akzente hervorheben. Cool, danke dir. Gibt es noch andere, was du uns erzählen möchtest? Ja, wirklich spannend zu sagen, dass es schon wichtig ist, dass es Medien gibt, die dieses Thema aufbringen, weil wir hatten vor 2 Jahren diese große Aktion mit einer HIV-Ausgabe. Wir haben also wirklich das Blut von Menschen mit HIV mit der Druckerfarbe vermengt und haben damit dann eine ganze Ausgabe gedruckt. Und diese Ausgabe ging wirklich um die ganze Welt. Also wir hatten Interviewanfragen von der Washington Post, von BBC Radio, wir waren im Fernsehen mit Al Jazeera America, ABC News, CBS News. Und wir hatten sehr viele Anrufe danach von Menschen, die sich bedankt haben, dass wir das Thema HIV wieder zu einer Schlagzeile gemacht haben, dass die Medien wieder darüber geschrieben haben und zwar in einem positiven Kontext. Und da merkt man, dass Medien wichtig sind. Ja? Medien sind wichtig, um Themen in der Gesellschaft zu thematisieren und von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, um auch Ängste abzubauen, um Falschinformationen mit richtiger Information auszutauschen und um den Menschen auch einen persönlichen Zugang zu geben zu Menschen, die vielleicht dann wirklich darunter leiden und dass sie auch ein bisschen spüren, wie ist das, also dass sie in die Welt eintauchen können von Menschen gerade mit HIV. Ja? Und da auch ein bisschen mehr Mitgefühl haben und nicht nur in ihrer klassischen, langweiligen Welt sind, wo sie dann alles ablehnen, was ein bisschen anders ist. Vielen Dank für alle Informationen und wir haben uns sehr gefreut, dich hier zu haben. Super. Danke sehr. Herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche euch viel Erfolg mit diesem neuen Format. Danke sehr. Als nächstes erwarten euch 2 einzigartige Ladies, die im GUG, dem Café- und Vereinszentrum der Hossi Wien, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Danach wird uns Markus Rummelhardt, Bezirksvorsteher von Maria Hilf, von seinen Projekten erzählen. Doch lassen wir uns erstmal verzaubern von Lady Nachop und Charity Joystick. Hallo. Ich bin's Charity Joystick. Und ich bin Lady Nutjob. Und heute reden wir über Drag. Ja, es ist schockierend wohlmöglich, aber wir sind keine echten Frauen, wir machen Drag. Ja, also ich bezeichne mich ja gerne als surreale Frau. Teilweise echt, teilweise nicht echt, aber Bubis habe ich. Erklär das, du hast so eine schöne Theorie, was Drag ist. Das ist ein guter Anfang, erklär das. Drag. Ich sehe das immer so ein bisschen wie eine mathematische Kurve. Um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen. Es ist nicht einfach und dem Gott kommt man nahe. Also, der Mensch hat schlechte Tage, aber auch gute Tage. Und dann bewegt er sich so zwischen schlecht und gut, schlecht und gut. Und dann gibt es so dieses Maximum, das ein Mensch erreichen kann. Dann ist er ganz oben an der Linie. Aber Drag ist der Bereich, wo man dieses Maximum übersteigt. Und man versucht mehr als ein Mensch zu sein, mehr als das Beste zu sein, was ein Mensch erleben kann und verkörpert somit einfach so pure Lebensfreude. Alles. Das ist so wie bei einer Achterbahn, wenn man genau am höchsten Punkt ist und dann schleudert es einen raus. Wie verhält man sich als Drag? Wie verhältst du dich? Wie verhalte ich mich? Ich bin normalerweise ein bisschen lauter als sonst. Echt? Wie verhalte ich mich in Drag? Ja, schamlos. Ich meine, das ist mein Konzept jetzt als Drag Queen, nicht? Das ist ja jetzt eigentlich per se, per Definition muss ich das ja, aber sonst? Es ist wichtig, ich denke, es ist wichtig, sich als Drag zu vernetzen. Es ist wichtig, sich als Drag zu vernetzen in einer Art mit einer Familie. Maske. Nein, das darf man nicht, das ist das Vermummungsverbot. Das darf man jetzt nicht mehr. Aber so als eine Art Familie, supportive. In Drag, man muss es leider dazu sagen, in Drag macht man nicht nur gute Erfahrungen. Das stimmt. Es gibt leider immer wieder Übergriffe auf der Straße, in der U-Bahn. Wir wohnen in einer Großstadt und wir sind trotzdem nicht ganz gefeit davor. Und auch nicht vor sexuellen Übergriffen. Das ist richtig. Weil Sex in Drag schon passiert?
Schau mich an. Ich würde sagen, ist das wirklich eine ernst gemeinte Frage jetzt? Nein, um Gottes Willen, ich würde niemals, niemals Sex im Drag haben. Niemals. Ich hab mir einmal jemanden aufgerissen. Du brauchst gar nicht so lachen. Das ist wirklich passiert. Auch ich habe Bedürfnisse und ich habe mir einmal einen Mann mit nach Hause genommen, ein Ire. Und da war ich in Drag. Und der wollte mich aber sofort auch mit meinem kompletten Makeover küssen. Ich musste mich vorher abschminken. Das ist 13 Euro Lippenstift. Das verschwende ich nicht. War das bei dir? Hattest du? Ich habe es nie zulassen, weil wirklich passiert. Ich war einmal in einer Disco und tanzte so im Keller herum. Und dann gehe die Stufen rauf, weil ich aufs Klo möchte. Und Klo gehen in Drag. Never do it. Aber da steht so ein Typ und so annähernd sexy getanzt. Also er wollte näher kommen, war aber nicht sexy und es hat dann so annähernd sexy ausgeschaut. Und wir tanzen da so ein bisschen herum und dann sage ich, jetzt stehst du aber um, weil ich muss aufs Klo. Und er so, ja. Steht um, ich gehe vorbei und er geht mir noch. Wirklich passiert und wartet dann die ganze Zeit neben mir vor der Tür auf die Kabine, wo gerade jemand drin war zum Proben nehmen, Sex haben oder vielleicht wirklich im Klo sein. Es ist sehr unwahrscheinlich. Passiert. Und dann war er zum Glück verschwunden, als ich dann danach wieder rausgekommen bin. Aber später beim Heimgehen steht er mal wieder im Weg und sagt so, hey, das ist mein Blasen. Und ich so, bist wahnsinnig. Verschmier mir doch nicht wegen dir deinen Lippenstift. Das ist unfassbar. Das tut man nicht. Man steckt da Stunden Arbeit hinein. Es dauert Stunden, bis man so ausschaut. Man glaubt es kaum. Halbe Stunden, Viertelstunden bei mir. Vier Stunden, um Gottes Willen. Ich habe wirklich schon mal 4 Stunden gebraucht. Hat dann auch nicht besser ausgeschaut als bei einer Stunde, aber... Das Längste, was ich gebraucht habe, war, ich glaube, 1,5 Stunden, aber ich war besoffen. Das ist was anderes. Aber das Beste ist gemeinsam schminken. Gemeinsam schminken ist so das Beste. Workroom-Situation. Gemeinsam, also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch gemeinsam zu schminken, schminkt euch immer gemeinsam. Es ist einfach nur so lustig. Es ist viel lustiger. Und man lernt voneinander und das ist ganz wichtig. Da sind wir wieder beim Vernetzen. Es gibt zig Varianten von Drag und jeder, der es probieren möchte, probiert es aus. Und man wird ein anderer Mensch. Weil Drag ist Therapy. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Lady Nutjob hat mir so viel beigebracht. Man lernt so viel von der anderen Person, weil unweigerlich wird man ein bisschen zu einer anderen Person. Ja. Man übernimmt im Alltag auch Dinge, die vom Drag her rühren. Ich kann jetzt viel leichter auf Leute zugehen. Bin süchtig nach Antidepressiven. Das war ich vorher schon. Nein. Aber ich habe auch so viel gelernt, weil ich habe hin und wieder das Gefühl, dass in Drag ich genau die Care-Version von meinem männlichen Ich bin. Oh mein Gott. Ja. Ich bin nämlich, das ist so eine Inversionslage, dass ich als Drag mehr der sein, also mehr derjenige bin, der ich als Typ sein möchte und als Typ dann dieses gemeine Backstabbing Bitch bin, die eigentlich mehr zu Drag passen könnte. Und dann ist jetzt bei mir aktuell der Struggle, it's real, dass man das ein bisschen annähert, dass Typ und Drag in ein Gleichgewicht kommen. Muss aber nicht sein. Ja. Es gibt viele unterschiedliche Dinge. Ein großer Ratschlag, den ich habe, ist, versuche irgendetwas, das dir vielleicht nicht so gut an dir gefällt und verwandle es in Drag. Ich selbst war seit meiner Jugend sehr schüchtern, habe unter Depressionen gelitten, habe mich immer ziemlich schwach empfunden und meine innere Verkorkstheit als Schwäche. Aber seitdem ich sie in Drag, weil ich meine, Lady Nutjob ist a Nutjob, sie ist verrückt, sie hat einen Dachschaden, aber sie ist stolz, sie ist nicht dumm und sie geht in die Welt und ist bunt. Und wenn du deine Schwächen in Drag umwandelst, wirst du sehen, dass sie dir nach einer Zeit gar nicht mehr so schlimm vorkommen. Aber war das der Grund, dass du Drag begonnen hast?
Im Grunde genommen, nein, also im Grunde genommen, warum habe ich Drag angefangen? Das ist aber, Lady Nutjob kam aus einem Comic und dann habe ich eine Drag Queen gedatet, meine Drag Mama. Oh. Ich sage jetzt keinen Namen. Du hast gedatet? Jo. Oh, ja! Sei auch keinen Namen. Die hat mich dann ermutigt, diese Comicfigur darzustellen. Aber sie ist sehr autobiografisch, das schon. Wie man sieht. Und der Name Nutjob kommt auch aus dem Comic. Der war immer schon da. Nutjob okay. Ist Nutjob ist Nutjob. Ist, das geht jetzt schon. Das geht jetzt schon seit 18 Stunden, dass wir hier sitzen. Wir fühlen uns einfach wohl. Das ist alles, was wir tun. 18 den Minuten. Ganzen Tag. 18 Minuten. Was? Es sind 18 Minuten, nicht 18 Stunden. Oh mein Gott, mein Zeitgefühl. Das ist sicher dieses Bier hier. Bier? Ja. Ich sag jetzt ja keinen Marken. Das ist wie Ribiselsaft. Breiselsaft. Breiselsaft. Apropos Breiselsaft. Ja. Mein Name Charity kommt ja eigentlich aus Wikipedia. Weil ah was, das wusste ich nicht. Woher kommt das? Aber dir ist nie erzählt. Nein, ich weiß das nicht. Woher kommt der Name? Ich sitze da so zusammen und meine Initialen für meinen echten Namen sind ja C und H. Dann habe ich gedacht, HC möchte man sicherlich nicht heißen. Oh. Dann suche ich was mit C und H in dieser Kombi. Und dann suche ich so, weil unter Drag Queens geht es ja oftmals darum, nicht immer, muss gar nicht sein, aber oftmals geht es darum, fishy zu sein. Fishy heißt, so real auszusehen wie möglich, also diese Illusion einer Frau zu kreieren. Oder dachte, eines Mannes, aber dann oder ist eines beefy, Mannes, glaube ich, oder? Ist es dann beefy? Ist es dann beefy? Das Wort kenne ich gar nicht. Ist es beefy? Ist es beefy? Googeln, Beef, googeln zu Hause. Doch, da kann man sich weiterbilden. Na, wir sind nicht da fürs Bilden heute. Na, und dann suche ich so diese ganzen Fischarten durch, die es auf Wikipedia gibt. Und das ist eine unglaublich lange Liste. Das scrollt und scrollt. Und da gibt es für alle Buchstaben verschiedene Fische. Und ich habe mir die rausgesucht, die unter C stehen. Und da gibt es echt coole, zum Beispiel Catfish. Oh! Und ich mir gedacht, Catfish Joystick. Vor allem noch weiblicher als Cat und Fish, was ja oftmals so Anspielungen auf Frauen sind. Cat? Geht's ja. Cat Pussy. Oh. Ah. Oh. Ah. Ja. Oh. 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 Und ja, dann schreibe ich das so alles und es gibt einen Cherry Salmon, also so eine Lachsart. Und schreibe das so auf und Cherry Salmon hat mir dann nicht so gefallen, aber das Cherry war interessant. Und dann habe ich gedacht, Cherry Heels, dann gibt es auch Crystal Heels, hätte auch gepasst. Aber bei Cherry bin ich kleben geblieben. Und aus Cherry kam dann irgendwann noch so, okay, Cherry ist halt auch so Hymen. Jungfernhäutchen passt zur Weiblichkeit. Zu Cherry brauche ich eben noch den Gegenpart. Und dann nehme ich mir einfach so einen Freudenknüppel. Und dann so Boner, Stiffer, aber Joystick hat irgendwie so einen Flow gehabt. Und Cherry Joystick hat dann irgendwie so das Verbindende in der Mitte gebraucht, das T. Also ist es Cherry T Joystick geworden. Schön, wie Legosteine. Ist ein Pun-Name, das ist ein Name, der Sinn hat, aber auch lustig ist. Das ist richtig, das darf sein. Haben wir Sinn und sind lustig? Was? Haben wir Sinn und sind lustig? Manchmal. Was ist jetzt ein gutes Ende? Oder... Weißt du, was ein gutes Ende ist? Ende. Ja, okay. Ciao, tschüss. Wir sind zurück und neben mir sitzt schon Markus Rumelhardt, Bezirksvorsteher von Maria Hilf. Hallo und herzlich willkommen. Wer bist du und was machst du so allgemein? Okay, hallo. Ja, mein Name ist Markus Rummelhardt. Ich bin Bezirksvorsteher vom 6. Bezirk von Maria Hilf. Für diejenigen, die sich da irgendwie nicht so gut auskennen oder erst seit kurzem da sind, Bezirksvorsteher ist ungefähr wie Bürgermeister im Land. Halt in dem Fall von einem Bezirk. 32.000 Leute leben in meinem Bezirk und ja, mache ich gerne. Schön. Erzähl uns von deinen Projekten. Ja, Projekte gibt es natürlich viele im Bezirk. Wir sind mal prinzipiell dafür da, dass der Bezirk funktioniert. Mhm. Das heißt von der Straße über Schulgebäude, über Kindergärten, über all das. Und daneben machen wir auch als Bezirksvorsteherinnen so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wie unser politischer Auftrag und unsere Gesinnung auch ist, eine Wertediskussion im Bezirk.
und geben dem Bezirk auch so eine Richtung. Und bei uns in Mariahilf haben wir einen sehr vielfältigen Bezirk, einen Innenstadtbezirk, der sehr offen ist, sehr, sehr respektvoll miteinander umgeht. Und ja, das betonen wir auch extra noch. Wir haben da auch ein Bezirksmotto, das heißt eben Miteinander in Mariahilf, weil uns genau diese Dimension, das gute Zusammenleben, das respektvolle Zusammenleben ganz besonders wichtig ist. Okay, und wie würdest du das Queer in der Stadt definieren oder beschreiben? Oder? Naja, es gibt eben ja, verschiedene Dinge, die hier passieren. Die Stadt Wien selber lebt seit vielen, vielen, vielen Jahren eine sehr offene und sehr tolerante Haltung, hat es auch verankert jetzt im aktuellen Regierungsabkommen zum Beispiel mit den Grünen, dass wir eine Regenbogenhauptstadt werden wollen. Wir sind am besten Weg dorthin. Wir haben uns auch beworben für die Europride und die Zusage bekommen. Und das sind schon deutliche Signale. Wir haben einen eigenen Stadtrat, der für die Diversität in der Stadt mit zuständig ist. Und ja, das hat auch nicht jede Stadt in Europa in der Form. Und wenn wir im Bezirk etwas tun, zum Beispiel zu dem Thema, und wir tun relativ viel, dann kriegen wir auch wirklich volle Unterstützung von Seiten der Stadt. Und außerhalb der Politik, wie findest du die Clubs, die schwulen Clubs in Wien und außerhalb der Politik. Die Gay-Community? Ja, also ich mag vor allem die Feste, zum Beispiel auch Straßenfeste. Ich mache selber ein Straßenfest zu dem Thema. Wir haben seit über 20, nein, nicht, stimmt nicht, 20 Jahren nicht. Seit 12 Jahren haben wir ein Fest, das heißt Andersrum ist nicht verkehrt, in Mariahilf. Das ist das größte Bezirksfest, das wir auch veranstalten. Und das war meiner Vorgängerin, ich bin jetzt seit 3 Jahren Bezirksvorsteher, auch sehr wichtig, da hier quasi die gesamte Community abzubilden. Sie wollte hier eine Plattform schaffen, wo sich die Szene, die ganzen NGOs, die Vereine präsentieren können und vor allem, dass diese Vereine auch in Kontakt kommen mit allen anderen Menschen in der Stadt, also ein bisschen raus aus der Hilfe von den Kulissen. Und so ist das Ganze organisiert, dass die Vereine dort einen Platz bekommen, wir als Bezirk eine Bühnenshow mitorganisieren, den ganzen Festrahmen organisieren, das Ganze ganz bewusst ist, auf der Straße, im öffentlichen Raum, näher der Malverstraße, und wir haben immer Glück mit dem Wetter zum Glück, ganz viele Menschen dann so quasi zufällig auch dazukommen und sich dadurch auch begegnen. Die Szene mit, sage ich jetzt mal, allen anderen Wienerinnen und Wienern. Und das macht ganz viel, glaube ich, dazu bei, dass wir auch das Thema gut transportieren, dass quasi Schwellen abgebaut werden, vielleicht Vorbehalte abgebaut werden und ja, damit auch ein wichtiger Beitrag gegen Homophobie und für Toleranz in dieser Stadt. Und das sind dann immer ganz tolle Szenen, wenn dann so die Drag Queen mit irgendwie einem, sag ich jetzt mal, Pensionisten beim Würstel und Bier am Banker sitzt und beide schauen sich die Show an und so. Das ist dann die gute Stimmung dort. Ich werde jetzt vielleicht eine dumme Frage stellen, aber hast du etwas zu tun mit den Lampen, die hier in Wien durchleuchten? Die Straßenbeleuchtung? Ja, ja, genau. Ja, indirekt schon, also indirekt und direkt. Also die Stadt Wien hat eine eigene Magistratsabteilung, die MA33, die kümmert sich darum, dass in ganz Wien die Beleuchtung in der Nacht gut funktioniert. Wir als Bezirke sind mitverantwortlich, damit es auch bezahlt wird, weil wir das über das Bezirksbudget auch bezahlen. Aber in der Regel ist es so, dass quasi die großen Strategien, wie die Lampen ausschauen, wie sie technisch funktionieren, von der Stadt Wien organisiert wird. Ja. Aber wieso fragst du? Allgemein. Ja, ja. Achso, das hast du gemeint. Okay, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das war mit ein Beitrag eben der Stadt, das Thema nochmal deutlich und sichtbar zu machen, auch eben ja, im Straßenverkehr und hat auch wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir als Bezirk haben zum Beispiel einen Antrag, wir haben einen Beschluss, dass alle Ampeln, die neu errichtet werden im Bezirk, schon mit Ampelbärchen ausgestattet sind. Das Umrüsten der alten ist nicht immer möglich, weil die müssen LED sein, damit das funktioniert. Aber die Ampelbärchen an sich finde ich großartig, ich bin ein großer Fan davon. Sie haben auch ihren Job bei mir im 6. Bezirk in der Schmalzhofgasse. Wir siedeln jetzt in Kürze, aber das müssen Sie dann selber erzählen, wohin. Und ja, also ich finde das eine ganz gute, tolle Idee. Und ja, auch ein guter Beitrag dazu, das Thema nochmal sichtbarer zu machen in der Stadt. Wie beeinflusst das Staat die Community? Naja, es ist eine wechselweise Sache. Ja. Auf der einen Seite, wenn die Stadt ganz bewusst auch bei der Regenbogenparade auftritt und bei anderen Gelegenheiten auch das Thema thematisiert. Im Rathaus auch immer wieder Veranstaltungen dazu gibt und quasi auch in die Gleichbehandlung geht. Wir haben eine eigene Stelle vom Magistrat, das ist die Wiener Antidiskriminierungsstelle.
Der ist dazu da, dass quasi eben Gleichstellung und jede Art des Mobbings oder dergleichen auch behandelt werden kann im Magistrat, also für Mitarbeiter der Stadt, aber auch darüber hinausgehen. Das ist schon was ganz Besonderes und das zeigt natürlich, glaube ich, auch der Szene. Wir sind ja nicht nur geduldet, sondern wir sind auch ja, gefördert, unterstützt und ja, wir sagen immer, es ist egal, wer wen liebt, aber Wien liebt dich. Das ist so ein Spruch, den wir haben und das glaube ich, das passt doch wirklich sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite ist natürlich die ganze Queer-Szene ja, eine sehr lebendige, eine sehr kreative, eine sehr bunte. Wir haben eben ja, vom Liveball angefangen bis, ich weiß nicht, welche Veranstaltungen in der Stadt und Dinge. Und das beeinflusst auch die Stadt wieder in die Gegenrichtung. Also ich denke, das ist eine gute Wechselwirksamkeit. Welche zukünftige Pläne habt ihr? Welche zukünftigen Pläne? Also erstens einmal, ich habe es schon gesagt, Regenbogenhauptstadt zu werden. Mhm. Das ist, glaube ich, ein gutes Ding, weil die Vielfalt ist ja, geht ja nicht nur um schwul, lesbisch oder bi oder sonstige Sachen. Es geht so generell darum, dass jeder Mensch frei so leben soll und kann, wie er möchte. Dass jeder Mensch auch in seiner Art besonders ist und wertvoll ist und ebenso wie der Regenbogen ja jede Farbe einzeln eine tolle Farbe ist, aber zusammen strahlt dann der ganze Regenbogen. Und das ist, glaube ich, steckt auch dahinter, hinter der ganzen Regenbogenhauptstadt, dass wir eine Stadt sein wollen, die jeden Menschen, der hier lebt, auch genauso wertschätzen möchte und fördern möchte in seinen Talenten, wie er ist und ja, damit ein Gesamtkunstwerk bleiben, so wie wir sind. Ich finde eure Initiativen schon sehr stark und sehr hilfreich für die ganze Community ist und ja. Ich habe auch viele Einrichtungen im Bezirk, also abgesehen von den Lokalen haben wir ja ganz viele im Bezirk. Es gibt die Rosalila Villa bei uns, die natürlich für die gesamte Bewegung im Ursprung einen wichtigen Platz und Bedeutung hatte. Wir haben die Aidshilfe Wien im 6. Bezirk, also viele Einrichtungen, die sich auch wirklich um Beratung, um Aufklärung, um Förderung kümmern. Wir haben eben in der Villa das Projekt Querbase, das eben für Menschen auf der Flucht, quasi, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auch geflüchtet sind, hier eine wirkliche Anlaufstelle bietet. Also wir haben da sehr viele Dinge, die im 6. Bezirk auch beheimatet sind und darum dürfen wir uns ganz offiziell als das Regenbogenherz Wiens nennen. Das freut mich. Ja, wir wünschen auch sehr viel Erfolg bei den Plänen und Veranstaltungen, alles was ihr macht und vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön, ich danke. Ich danke Ihnen. Jetzt geht die Reise ins wunderschöne Hotel Zeitgeist, denn dort wird Tom von der Wiener AIDS-Hilfe ein paar euren Fragen zum Thema Campsex beantworten. Danach erklärt uns Michael Richter, was die Hosse Wien so zu bieten hat. Doch zuerst viel Spaß bei Frag Tom. Herzlich willkommen, liebe alle, bei Frag den Tom. Ich bin der Tom von der AIDS-Hilfe Wien, bin Berater dort schon seit einiger Zeit. Und heute geht es bei diesem Beitrag um das Thema Chemsex, was ja ein sehr aktuelles Thema ist und was doch sehr oft vorkommt. Und dazu werde ich euch einführend mal ein paar Sachen erzählen über Chemsex. Und dann habe ich da eben auch übers Internet schon ein paar Fragen reingekriegt, die ich dann gerne beantworten werde von Usern. Gut, wir haben ja schon gesagt, es geht heute um das Thema Chemsex. Was ist das überhaupt bei Chemsex? Man wird oft gefragt, wenn man sagt, man berät zu dem Thema Chemsex, dann fragen viele Leute, das ist doch jetzt nichts Schlimmes, was muss man da beraten, wenn da über die Kamera das läuft. Aber es ist nicht im Sinne von Chem wie die Kamera, sondern im Sinne von Chems, chemische Drogen. Das heißt, da sagt das Wort dann eh schon, Chemsex ist im Prinzip dann nichts anderes wie Sex zu haben, sich zu treffen unter Einfluss von chemischen Drogen eben Sex zu praktizieren. Genau, das ist eben ein sehr aktuelles Thema. Es kommt derzeit sehr häufig vor, es sind sehr viele Chemsex-User und der Begriff kommt ursprünglich aus London. Die Engländer sind als Erster draufgekommen, dass da irgendwas passiert und sind dem Ganzen nachgegangen und sind dadurch dann auf das Thema Chemsex gestoßen. Sie haben einfach Leute befragt, also schwule, bisexuelle Männer, was passiert da gerade, und dadurch sind sie auf dieses Thema gekommen.
Gut, schauen wir uns mal die ersten Fragen an. Der Patrick aus Wien fragt, wie kommt Mann zu Chemsex? Das ist eine spannende Frage. Wir kennen sie alle. Es ist ganz einfach, zu Chemsex zu kommen. Wir kennen alle die Plattformen, ob es Grindr, G-Romeo oder Planet Romeo, wie es jetzt heißt. Ist, man steigt einfach ein, schaut sich die Profile durch und wenn da so Begriffe drinnen sind wie Chemsex Party, Chem Friendly oder Chems Welcome, dann kann man davon ausgehen, dass das doch sehr eindeutige Angebote sind. Das wird dann oft im privaten Rahmen organisiert. Irgendjemand stellt quasi seine Wohnung zur Verfügung, es kommen ein paar Männer hin, die einen bringen was mit, andere chemische Drogen sind dann schon vorhanden und genau, man geht eben hin, schmeißt sie was rein und hat dann ausgelassenen Sex. So, natürlich wollen wir auch wissen und vor allem der Philipp aus Klagenfurt will es eben wissen, welche Chems überhaupt konsumiert werden. Chems, natürlich chemische Drogen, gibt sehr, sehr viele und man kann im Prinzip sehr viel darunter subsumieren. Hauptsächlich wird aber konsumiert Crystal Meth, Mephedron und G, also das GHB, GBL. Wie wird das Ganze konsumiert? Entweder man kann das eine kann man schnüffeln, rauchen, sniffen. Was aber auch schon sehr, sehr viel praktiziert wird, das ist das sogenannte Slamming. Das ist quasi intravenöser Drogenkonsum, mit Spritzen, dass man sie spritzt. Und was ist der Vorteil von dem Ganzen? Also Vorteil, wenn man es jetzt so bezeichnen kann, es geht einfach darum, es sind geringere Dosen notwendig und das Ganze wirkt dann einfach auch viel schneller. Und das heißt, wenn man mal den Begriff Slamming hört, dann weiß man, es ist der intravenöse Drogenkonsum von Chems. Was ich vorher vergessen habe zum Sagen, bei was ist Chemsex? Also Chemsex ist jetzt für die Population der MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, kreiert worden. Das heißt, es schließt jetzt keine Heterosexuellen ein, sondern da geht es jetzt wirklich nur um homo- und bisexuelle Männer, die das praktizieren. So, was würde der Kevin aus Linz wissen? Warum konsumieren User diese Chems? Spannende Frage. Es geht im Prinzip um nichts anderes, um die Hemmschwelle wird gesenkt, also es ist eine Enthemmung, teilweise Muskelentspannung und sexuelle Leistungssteigerung, sexuelle Leistungsfähigkeit, die steigt sehr stark an. Das heißt, man fühlt sich einfach freier, enthemmter und praktiziert dann irgendwelche Sexualpraktiken, wo man vorher oder was man im nüchternen Zustand wahrscheinlich sagt, würde es gerne mal probieren, aber ich traue mich nicht so richtig. Und da fällt man einfach diese Hemmschwelle und dann macht man das. Genau. Und die MSM, die Chemsex haben, die sagen eben natürlich, dass der Sex viel intensiver ist, viel ausdauernder, kurz und bündig einfach viel geiler. So. Helmut aus Melk, was kann ich für dich tun? Was können Folgen von Chemsex sein? Folgen von Chemsex natürlich, alles was mit Drogenkonsum zu tun hat natürlich, wir haben die physische Abhängigkeit, wir haben die psychische Abhängigkeit, man hängt einfach dran, man kann sich nicht mehr vorstellen, Sex ohne Drogen zu haben, je öfter dass man das so praktiziert, es wird immer schwieriger, weil natürlich der Sex ultimativ ist, also warum darauf verzichten wollen. Und wovon wir vorher ja schon gesagt haben, diese Enthemmung, die sexuelle Leistungsfähigkeit, Leistungssteigerung und durch diese Enthemmung und durch diese Muskelentspannung, die ja teilweise eintritt, durch die riskanteren Sexualpraktiken kommt es natürlich dann auch zu Verletzungen und dadurch steigt natürlich auch das Risiko, sich mit irgendwelchen STIs, also sexuell übertragbaren Erkrankungen, zu infizieren. Dadurch steigen diese Raten und das ist natürlich eine Folge, die man nicht außer Acht lassen darf. Weil natürlich auch Safer Sex dann nicht mehr so praktiziert wird, weil man in dem Moment überhaupt nicht mehr dran denkt. Safer Use natürlich auch, also gerade wenn wir vorher schon über Slamming geredet haben, es geht um Spritzen. Nicht jeder hat sein eigenes Spritzbesteck mit, somit geht die Spritzen einmal durch die Runde und was das für Folgen haben könnte, das wissen wir ja eben. Genau.
Im Moment kommen da gar keine Fragen mehr rein. Kann euch noch was, so ein bisschen was erzählen. Es ist ja bei der AIDS für Wien jetzt so, dass wir ein neues Beratungsangebot eben haben, eben zum Thema Chemsex. Das heißt, man kann sich einen Termin vereinbaren bei uns übers Telefon oder über die eigene E-Mail-Adresse im chemsex@aidshilfewien.at. Findet man auch im Internet. Und man kann sich einen Termin ausmachen. Es geht jetzt nicht darum, irgendeine Abstinenz oder so irgendwie zu verfolgen. Oder man darf jetzt nicht glauben, wenn man zu uns kommt, hat es das Ziel, zu sagen, man muss jetzt abstinent werden. Nein, überhaupt nicht. Es geht nur darum, fühlen geht es einfach so, dass ich einfach einmal drüber sprechen wollen, über das Thema Chemsex, weil es halt einfach ist, einmal mit jemandem drüber zu sprechen, der außenstehend ist und nicht in der Szene drinnen ist. Wenn es darum geht, Safer Sex Strategien zu verfolgen oder was ist richtiges Safer Use Verhalten, oder wenn es einfach nur darum geht, hey, ich will jetzt einfach einmal eine Wochenendpause haben, ich will jetzt einfach einmal nur sagen, und wie schaffe ich das? Also da geht es jetzt nicht darum, bei der Beratung zu sagen, so, und dort musst du jetzt aber abstinent werden, um das geht es überhaupt nicht. Genau. Tja, das waren jetzt schon einmal die ganzen Fragen. Anscheinend haben alle die gleichen Fragen gehabt, weil keine mehr kommen. Von dem her, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Interessantes über das Thema erzählen können. Wenn es weitere Fragen gibt, natürlich, ich habe das schon gesagt, einfach bei uns in der AIDS Hilfe Wien melden. Wir stehen da mit Rat und Tat zur Verfügung. Danke. Wir sind zurück und neben mir sitzt schon Michael Richter, Schriftführer der HOSSI Wien. Unser neuer Gast ist Mischa und er will heute uns über HOSSI reden und erzählen. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo. Was ist HOSSI? Also erstens danke für die Einladung, auch für den ganzen Namen der HOSSI Wien. Die HOSI, kurz für Homosexuelle Initiative, und da gibt es halt mehrere in Österreich, deswegen die HOSSI Wien, ist ein Verein, der sich für die Angelegenheiten der Homosexuellen und der Bisexuellen, also homosexuell, lesbisch, schwul, um es genau zu sagen, dass er diese Leute vertritt in vielerlei Hinsicht, speziell in der Regierungsebene, quasi Antidiskriminierungsangelegenheiten, auch frauenpolitische Angelegenheiten, sehr stark fokussiert bei den Lesben. Besteht aus vielen Arbeitsgruppen, gibt es seit 1979, gegründet worden als Initiative. Damals hat man es noch nicht als Verein gründen können, weil es da ein Verbot gab, spezielleres, das dann aufgehoben worden ist später. Später heißt es 97. Genau, wir beschäftigen uns, wie gesagt, stark mit verschiedensten Thematiken bezüglich Homosexualität, Bisexualität, sind natürlich aber auch offen andere LGBTIQ-Thematiken, aber haben uns halt auch speziell für die Homo- und Bisexualität spezialisiert. Es gibt genug andere Vereine, mit denen wir kooperieren, die halt zum Beispiel sich für Trans-Angelegenheiten oder Intersex-Angelegenheiten auseinandersetzen. Wir haben ein Vereinszentrum, das heißt das GUK, das gibt es schon seit 2010 in der Heumühlgasse 14 im 4. Bezirk. Davor war es in der Novara-Gasse im 2. Bezirk, wo auch bis 2012 der Verein dort angemeldet war. Und jetzt gibt es nur noch einen Lokal und das GUK seit 2012. Also wir sind 2010 dort, aber seit 2012 ist der Verein auch dort angesiedelt. Haben auch schon weitergebaut, also wir sind größer geworden, haben mehr oder weniger ein bisschen was vom Nachbar eingekauft, haben drei größere Räumlichkeiten, mal offensichtlicher Barbereich,
der auch Barbereich heißt. Dann gibt es einen Raum, den nennen wir Giovanni's Room. Den haben wir benannt nach einem unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Giovanni, der halt sehr viel macht mit Elektronik und hat viel bei der Renovierungsarbeit übernommen, also ein sehr wichtiger Mann bei uns. Und dann noch Helgas Saloon, nach einer leider schon verstorbenen Aktivistin, der Helga. Und ja, genau, großteils spielt sich was im Rahmen des Barbereich ab. Gibt verschiedene Abende. Montag ist zu, da ist auch zum Beispiel jeder erste Montag ist dann unser Vereinstag, also quasi Vorstandssitzung, wo wir zusammenkommen und halt über alles Mögliche reden, was geschehen ist, was geschehen wird, was gemacht werden muss. Dienstag ist theoretisch normaler Barbetrieb. Da gibt es ab und zu Spielerabende, Werwolfabende. Mittwoch ist der Lesbenabend, da sind nur Frauen erlaubt. Donnerstag ist Jugendabend. Freitag ist Tanzabend für Frauen, Samstag und Sonntag ist auch Betrieb. Sonntag ist in den Ferien, also in den Sommerferien auch zu, weil viele nicht da sind. Was kann man sonst sagen? Also die HOSI Wien hat sehr viel erreicht schon im Laufe der letzten fast über 25 Jahren. Gesetzeslagen geändert, Initiativen gestartet, Projekte gestartet, quasi das Leben der Homosexuellen, Bisexuellen, aber auch viele andere Minderheiten und diskriminierten Minderheiten quasi geholfen, dass der Alltag besser wird. Allgemein kann man sagen, gibt es genug zu tun. Also wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein wollen, weil wir sind erst dann dort, wo wir sein wollen, wenn wir sagen, Homosexualität ist kein Thema mehr, im Sinne von, man muss nicht auf uns zeigen als quasi ein Homosexueller und deswegen das, sondern einfach Gleichberechtigung. Und ich glaube, dass wir das auch mal schaffen werden, aber wie gesagt, es gibt noch viel, zu viel zu tun. Zu viel, leider Gottes Willen. Dann gibt es zwei Hauptsachen, also zwei Hauptattraktionen, möchte ich das fast schon nennen, in der HOSI, von der HOSI gestaltet, und zwar den Regenbogenball, der Ende Jänner stattfinden wird. Das ist in dem Fall der 27.2018, der 21. Regenbogenball. Im Parkhotel Schönbrunn und die Regenbogenparade, die immer so Mitte Juni stattfindet, auch von uns organisiert. Und das sind zwei Events, die lange Vorlaufzeit, Planung brauchen, wo viel Energie, viele Nerven drin stecken, aber es zahlt sich jedes Mal aus, da auch mitzuarbeiten und dann auch diesem Event also beizuwohnen. Habt ihr auch eine Online-Seite? Genau, das ist www.hosi-wien.at. Da steht auch alles Mögliche drin, was man wissen möchte. Ein Kalender über uns, ein bisschen was Geschichtliches. Ihr macht auch Gewinnspiele, wie ich weiß. Meinst du Tombola jetzt? Ja, die Tombola, wir rekrutieren brav Gewinnspiele. Also in der Balltradition ist es üblich, dass eine Tombola veranstaltet wird. Wir sind aber ein nicht gewinnorientierter Verein. Und das ist auch sehr wichtig, dass man das... Wie findest du die Gay-Community in Wien? Klein. Nein, wenn man länger dabei ist und sich in jeder Ecke ein bisschen zu Hause fühlt, sag ich mal, dann merkt man, ja, man sieht immer gleich, ich meine schon immer wieder neue Leute, neue Gesichter. Aber es ist, finde ich, ein schönes, dass man eigentlich mal hier, mal da hingehen kann. Ich nenne mal jetzt eine Village Bar, eine Mango Bar, aber auch ein Ken Club oder ins Why Not gehen kann. Und man weiß, okay, ich könnte theoretisch allein dort hingehen, aber weiß, dass da Leute sind, die ich kenne. Das meine ich mit klein. Also ich, persönlicher Sicht finde ich, ist es groß genug, es ist überschaulich. Es sind aber sehr viele Events jetzt wie Schwammel aus dem Boden gesprungen, was ich auch sehr gut finde. Man kann es natürlich nicht mit den Mega-Metropolen wie New York, London, Paris vergleichen. Wien ist jetzt nicht die kleinste Stadt, aber sie ist auch nicht die größte Stadt. Wie gesagt, überschaulich das Ganze und eigentlich sehr angenehm auch dadurch. Glaubst du, herrscht in Wien Homophobie? Ja, überall. Das muss ich ganz strikt sagen. Es ist noch immer ein Thema. Ich meine, ich würde mich anmaßen zu sagen, es geht bei uns schlechter zu als, keine Ahnung, in bestimmten anderen Nationen, wo es halt wirklich vielleicht mit Todesstrafen doch zu tun oder also quasi angesetzt wird.
Aber Homophobie ist noch immer groß geschrieben. Ich bin selbst Lehrer, ich habe das erfahren, wie das in den Schulen noch abgeht. Und das ist auch für mich ein sehr zentraler Punkt, dass die Homosexualität, also die Hose Wien dagegen antritt, quasi, na, wir müssen auf Awareness erzielen, wir müssten darauf achten, dass wir uns auf spezielle Thematiken fokussieren und sie halt schon im Kindesalter, im Schulkindesalter den Leuten näher bringen, damit endlich die Homophobie quasi ein bisschen erstickt oder quasi kleiner wird. Es gibt genug Initiativen und Projekte, die gegen Homophobie arbeiten, gegen Transphobie, gegen Intersexphobie. Genau, aber zu der Frage, ja, leider, es gibt noch genug Homophobien, auch in der Bundeshauptstadt Wien. Und gibt es eine Pre-Party von den Regenbogenwahlen? Ja, diesmal gibt es eine vom Tabu Collective, veranstaltet einen Tag davor, also am 26. Jänner. Die genauen Daten, also einfach am Laufen bleiben, quasi, es wird noch gesagt, wann, wo, wie, warum. Aber es wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Hast du noch andere Sachen, die du erzählen möchtest über Hossi oder eure Veranstaltungen? Oder? Es ist einfach immer in den Kalender schauen. Es gibt wirklich viele Veranstaltungen. Die Räumlichkeiten von der Hose werden für die LGBTI-Community auch gern zur Verfügung gestellt. Aber die Liste ist lang und viele wollen gern am Samstagabend zum Beispiel gerne im Guck was feiern. Man kann die Räumlichkeiten mieten für Podiumsdiskussionen, für Tanzabende, für Geburtstagsfeiern, Spieleabende, Konzerte, es ist alles möglich. Also wir haben auch verschiedenste Gruppen, die Ho-Sisters zum Beispiel, das ist die Hose-interne Theatergruppe, die meist um Ostern herum ihre Aufführung macht. Das ist immer sehr sehenswert, sehr lustig. Sonst würde ich sagen, einfach in den Kalender schauen, up to date bleiben, einfach subscribe und get informed. Super, danke dir. Bitte. Haben uns sehr gefreut, dich hier zu haben. Danke für die Einladung. Nach so vielen interessanten Gästen sind wir alle ziemlich hungrig. Hungrig auf mehr. Hungrig auf maßlos Kochen. Lasst euch geniale Rezepte zeigen von Marcy und Nicole. Guten Appetit! Hallo ihr Lieben, ich bin Marcy. Und ich bin Nicole von MarcusKochen.com. Auf unserem Blog findet ihr alles, was euer kulinarisches Herz höher schlagen lässt. Rezepte, Lokaltipps und geschmackige Ausflüge. Gekocht wird bei uns querbeet, ob Fleisch, deftig, süß oder vegan. Uns kommt alles auf das Teller und wir lassen uns in keine Schublade stecken. Unsere maßlose Neugier auf neue Rezepte stillen wir bei unseren Reisen rund um die Welt. Und heute kochen wir The Brain. Die Hauptzutat ist Kaffiol aus Österreich, weil der hat jetzt Saison. Und los geht's. Zuerst muss man die grünen Blätter wegschneiden, weil der Kaffiol wird für ca. 10 Minuten vorgekocht. Und es soll unten eine gerade Ebene ergeben. Damit man besser hinlegen kann dann im Backrohr. So, also so soll er stehen. Und jetzt kommt er in den Kochtopf hinein. Voilà. Vorsicht auf die Finger. Man kann sich Handschuhe anziehen oder man kann the rules brechen und ihn einfach so reinlegen. Und wieder zumachen. Und während er 10 Minuten vor sich hin köchelt, werden wir das Faschierte zusammen mischen. Also ihr könnt nehmen
gemischtes Faschiertes, Rindsfaschiertes, Schweinsfaschiertes, Lammsfaschiertes, also wie ihr das möchtet. Und ihr könnt auch die Mischung, die Gewürzmischung, die ihr verwendet, könnt ihr auch selber bestimmen. Also das heißt, ihr könnt das, weiß ich nicht, sehr scharf machen oder wir haben diesmal halt einen Eiweiß verwendet, einen sehr scharfen Eiweiß. Man kann auch Kräuter nur dazu tun. Wie gesagt, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben den Eiweiß da schon dazu getan und jetzt kommt eine Gewürzmischung dazu. Jetzt kommt eine scharfe Gewürzmischung dazu. Genau. Und ja, wie gesagt, man könnte das jetzt alles mit dem Löffel verrühren, aber Marci maßlos, wie sie halt maßlos ist, macht das einfach mit ihren Händen. Und davor gebe ich noch ein bisschen Salz dazu. Weil mit den Händen kann man einfach viel besser alle Komponenten vermischen. Und jetzt kommt auch noch Käse rein, den müssen wir vom Kühlschrank holen. Ich hole den. Wo haben wir unseren Käse hingestellt? So, in dem Fall ist es geriebener Emmentaler. Es 160 Gramm. 160 Gramm, es kann auch Mozzarella sein, also oder ein oder richtig würziger Bergkäse. Geräucherter Käse schmeckt auch genau, sehr gut. Wo euch der Sinn danach steht. Und weiter geht's. Also das muss man jetzt alles wirklich gut vermischen. Maßlos. Schauen wir mal, ob der Kaffeeol wirklich kocht. Wühlt im Fleisch. Der Kaffeeol kocht. Die Küche, ich sehe jetzt gerade nichts, wie ihr seht, weil ich nämlich den Topf aufgemacht habe. Mit Brille ist das nicht so einfach. In der Küche riecht es schon gut nach Kaffeeol. Manche mögen das ja nicht, aber da muss man durch, wenn man die the brain genießen will. Genießen möchte. Genau. So, je nachdem, wie viel und was ihr da hineingetan habt, Pfeffer kann man auch noch dazu geben, dauert es halt länger oder kürzer mit dem Durchmischen. Pfeffer. Die haben wir erst vor kurzem gekauft, die Pfeffermühle. Mit Licht, damit wir alles gut sehen. So. So. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit mediterran machen. Und also wir wohnen in die Ecke vom Brunnenmarkt und ja, da kann man sich immer Inspiration holen. So. Und wird auch gut beraten, auf jeden Fall. Schaut aus, als wäre es fertig. Also es schaut schon sehr gut aus. Ich weiß ja, dass nachher auf die Balz super toll Leckeres dabei rauskommt. Also bin ich schon ganz, ganz gierig drauf. Die maßlose Freude überwiegt. So, jetzt drehe ich den Ofen auf 180 Grad, um ihn vorzuheizen, damit wir dann gleich weitermachen können mit dem The Brain, der Kaffeeol. Der ist jetzt schon 10 Minuten im Topf gewesen und jetzt kann man ihn vorsichtig abgießen, das heiße Wasser. Jetzt muss man ein bisschen Olivenöl drauf tröpfeln. Ihr könnt auch anderes Öl verwenden, also je nach Geschmack. Asiatisch zum Beispiel Sesamöl. Und ein bisschen Salz noch drüber. So. Und dann muss man das Faschierte sich gleichmäßig einteilen, weil das muss den ganzen Kaffeeol überdecken. Ja. Genau. Das kann man ein bisschen so rüberlegen. Mhm. Das macht man so ein bisschen nach dieser Drücktütenquetschmethode. So. Ja, und die faschierte Masse eben mit euren Gewürzen kommt dann direkt auf den Kaffeeol, wie ihr seht. Es ist eigentlich relativ einfach. Für Leute, die zum Beispiel keinen Käse wollen, die lassen den Käse einfach weg. Genau. Oder man kann auch noch Kräuter reingeben, also das geht ganz nach Lust und Laune. Oder kleine Paprikastücke, das haben wir auch schon probiert, das schmeckt auch sehr gut. Ein bisschen Kunstfertigkeit ist auch nicht schlecht, aber wenn was runterfällt, kann man es einfach wieder draufkleben, sozusagen, weil der Kaffeeol das ja durch die Feuchte gut annimmt.
Wie dick ihr das macht, ist auch eigentlich ganz euch überlassen. Also das sind jetzt 500 Gramm und das ist ein mittelgroßer Kaffeeol eigentlich. Ja, und natürlich haben wir von unserer lieben Freundin Katrinka Kiczowski auch noch einen Tipp bekommen. Und zwar, wer noch mehr Fleisch will, der nimmt einfach 1, 2, 3, 4 Kaffeeröschen raus. Kaffeeolröschen und steckt dann noch mehr Verschiertes hinein. Also die Frau Kiczowski hat es gern fleischig. So, so schaut er schon ganz gut aus. Nachdem der Speck jetzt dann noch drüber kommt, es geht nicht um die Schönheit und die kleinen Fehler, die vielleicht passieren, die werden dann ausgeglichen durch das, was Massi Maßlos jetzt gleich tut. Also das sind 150 Gramm Speck und man legt die, man soll es eigentlich mal von oben beginnen, das ist am leichtesten, und dann kann man sie kreuzförmig drüber legen, damit sie nicht runterrutschen. Aber du kannst sie mir reichen. Also wir lernen hier, dass es Fleisch und Fleisch gut zusammenklebt. Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, dass man diese Speckscheiben auseinander bekommt. Und da kann man sie, bevor man es verwendet, so 10 Minuten aus dem Kühlschrank nehmen, dann kleben sie nicht so stark. Fertig ist er. Und jetzt kommt er eigentlich nur mehr in die Form. In die Form, ja. Es ist wichtig, dass ihr sowas verwendet, dass also nicht nur ein normales Backblech ist, weil natürlich rinnt das Fett und so runter. Also das wäre dann blöd, wenn es im Backofen so landen würde. So, jetzt kommt das Spray in den Backofen. Jetzt können wir es in den Herd reingeben. 180 Grad. Ja. Achtung, Verbrennungsgefahr. Ich weiß nicht, es ist vielleicht besser, wenn man es rausnimmt. So. Und jetzt bleibt er für 35 bis 40 Minuten im Backrohr. Man muss natürlich öfter nachschauen. Ja, das wäre ganz gut. Und wir sehen uns gleich wieder. Genau. Okay, so jetzt war er lang genug im Ofen und jetzt holen wir das gute Stück heraus. Wie man sieht, wieder mit Brille perfekt. Und da ist er. Es ist alles sehr heiß. Also ich habe hier schon meine Kochnarben. Also was tut man nicht alles, damit man super Gerichte auf den Tisch bekommt. Und jetzt transferieren wir ihn auf diese wunderbare Platte. Warte, holen wir da ein Werkzeug heraus. So, Achtung. Achtung. Und es ist gelungen. Warte, und den Saft, der Saft schmeckt ja eigentlich auch sehr gut, den kann man noch rüberschöpfen. Eine Sekunde. Ja. Achtung, wieder Handschuhe anziehen. Den sollte man nicht vergeuden. Genau. Achtung. So. Und jetzt kann man ihn schon servieren. Wunderbar köstlich und wir freuen uns drauf. Guten Appetit! Merci! Lecker!
Jetzt fehlt nur noch das Dessert und das bekommt ihr. Denn zu guter Letzt dürfen wir hautnah dabei sein, wie sich unser Alien Glam Squad für das nächste Tabu Clubbing vorbereitet. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Viel Spaß noch mit Eli, Lunem und Sushi. Bis zum nächsten Mal. Hey Werner, hier ist euer Alien Glam Squad mit Lunem Nock, Eli Minai und mir Sushi. Wir machen uns heute mit euch gemeinsam für das nächste Tabu Clubbing am 7. Dezember fertig, Aliens mit Krampus. Und da wir, zumindest ich, schon eine tolle Foundation drauf haben, wären wir bereit mit den Augen anzufangen. Was sagt ihr? Ja, ich glaube das passt. Wir können gleich starten. Viel Spaß! Vielen Dank fürs Zusehen. Das sind unsere fertigen Looks fürs Tabu Clubbing am 7. Dezember, Aliens mit Krampus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ansonsten folgt uns auf Instagram für neue Projekte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Tabu Live. See you soon. Bye. Bye.